Hallo, ich bin die Dani und heute teste ich die Avon Lux Silken Foundation mit Lichtschutzfaktor 20. Wenn dich also interessiert, ob das Produkt funktioniert, wie es funktioniert, ob es was taugt, dann bleib doch einfach dran. Diese Foundation hat mich gereizt, sie mal auszuprobieren, einfach aus dem Grund, weil der Name sich sehr luxuriös anhört und ich erhoffe mir auch dadurch einen luxuriösen Anblick, eine luxuriöse Erscheinung, was immer das auch heißen mag. Aber ja, sie hat mich einfach angesprochen und was sagt Avon über diese Foundation? Die seidige Formel mit Extrakt vom weißen Saphir fügt sich innerhalb weniger Sekunden nahtlos in ihren Hautton ein. Sie fühlt sich ultra leicht und atmungsaktiv an und schenkt der Haut Feuchtigkeit, makellose Abdeckung und einen zarten, angenehmen Duft. Das hört sich richtig gut an. Meine Haut ist Mischhaut mit Tendenz zu trockener Haut, kommt auf die Jahreszeit an und ja, testen wir einfach mal diese Foundation. Die Foundation ist eingepackt in einer kleinen Kartonage. Und sie selbst befindet sich in diesem Glasflakon. Das ist echtes Glas. Und hier oben haben wir einen Pumpspender, was die Dosierung natürlich erleichtert. Und ich werde die jetzt mit einem mit den Fingern auftragen, weil ich das eigentlich immer mache. Und gehe dann nachher mit einem Beauty-Schwamm drüber. Ich habe meine Haut schon vorbereitet, das heißt, ich habe schon meine Gesichtspflege aufgetragen und ich habe auch einen Primer aufgetragen. Ich benutze immer Primer, weil es die Haut ebenmäßig macht und die Haut, wenn man einen mattierten Primer benutzt, eben mattiert und ja, es ist einfach eine schöne Leinwand, auf der man malen kann. Es gibt insgesamt 5 verschiedene Farben und ich habe mir die Farbe Natural Glamour ausgesucht. Ich hoffe, sie passt. Und hier sind 30 Milliliter enthalten. Jetzt werde ich euch näher heranholen und dann tragen wir das Ganze auf mein Gesicht auf. Ein Pump-Pump habe ich auf meinem Handrücken aufgetragen und jetzt werde ich das mit meinen Fingern erstmal auf mein Gesicht verteilen. So, jetzt gehe ich mit meinen warmen Fingern hin und verteile das Ganze einfach. Ja, die ist zwar flüssig, aber sie hat eine doch leicht festere Konsistenz. Lässt sich aber sehr gut verteilen. Und fertig. Ich habe noch nicht mal mein Schwämmchen gebraucht. Normalerweise ist es so, also ich finde das jetzt so faszinierend. Normalerweise ist es so, wenn ich Make-up auftrage, verteile ich das mit den Fingern. Aber ich muss noch immer mit meinem Beauty Blender nachgehen, um das Ganze verblenden. Bei dieser Foundation ist es nicht mehr notwendig, weil die sich sofort angepasst hat. Sie hat sich so schön auf meine Haut gelegt. So, kommen wir zum Fazit. Der Auftrag war super einfach. Die Foundation hat sich sehr, sehr schön auf meine Haut gelegt und hat sich mit ihr verschmolzen, würde ich sagen. Das Gefühl ist wirklich sehr schön cremig, beziehungsweise sehr pflegend eher. Und ich habe nicht das Gefühl, Make-up drauf zu haben. Meistens ist es so, dass ich bei vielen Make-up das Gefühl habe, es sitzt alles fest. Ich kann mein Gesicht bewegen, ja, aber ich fühle, dass ich was drauf habe. Und das ist bei dieser Foundation nicht. Die Deckkraft finde ich auch sehr, sehr gut.
Es ist aber so, dass ich jetzt nicht ganz genau beurteilen kann, wie es wäre, wenn die Haut unrein ist. Das heißt, wenn man Pickelchen hat oder dunkle Schatten unter den Augen. Ich würde eher sagen, mittlere Deckkraft bei der ersten Schicht. Meine Sommersprossen, die sieht man zwar noch, aber ich finde, das ist einfach dieses natürliche Finish, was man auch beibehalten sollte. Wir machen es einfach so, dass ich das Ziel habe, jetzt auch meine Sommersprossen abzudecken. Da werde ich jetzt einfach noch einen Pumphub nehmen und das Ganze noch einmal auftragen und schichten. So, das ist jetzt die zweite Schicht. Meine Sommersprossen wurden jetzt etwas mehr abgedeckt. Aber ich würde nicht sagen, dass es eine hohe Deckkraft hat. Es hat eine schöne mittlere Deckkraft und ich denke, das reicht völlig. Die meisten Make-ups legen sich in meine Poren rein und das Ganze erscheint dann einfach ja, nicht so schön. Und das ist hier nicht der Fall. Ich habe keine trockenen Stellen. Ja, das ist auch ein positiver Effekt, dass trockene Stellen einfach nicht, wie soll ich sagen, die werden nicht betont. Die Foundation legt sich nicht auf die trockenen Stellen und ich denke mal, das liegt daran, weil da eine gute Pflege mit drin steckt. Ich werde jetzt einfach mal austesten, wie es mit der Haltbarkeit ist und ob dieses Make-up nachdunkelt. Da werde ich mir ein paar Stunden Zeit geben und dann melde ich mich bei euch zurück. Ich werde mich jetzt erstmal schminken, zu Ende schminken und ja, wir sehen uns. Es ist jetzt einige Zeit vergangen und jetzt schauen wir uns einfach mal das Ergebnis an von dem Make-up. Es sind, ich denke mal, ungefähr 5-6 Stunden vergangen. Und ja, also zu dem Make-up kann ich sagen, die Haltbarkeit ist sehr gut, ja, weil das Make-up sich jetzt nicht abgetragen hat. Ob es nachdunkelt, ein Ticken. Also es dunkelt einen ganz, ganz kleinen Ticken nach. Das pflegende Gefühl ist den ganzen Tag oder die ganzen 5-6 Stunden erhalten geblieben. Das Gefühl, wenn ich das Gesicht bewege, ist okay. Ja, also ich, wie gesagt, ich habe nicht das Gefühl, dass ich Make-up drauf habe. Es kann natürlich sein, dass im Laufe des Tages die Haut durch Heizung und sowas, ja, durch den Wechsel von kalt ins warme, dass die Haut dann anfängt auszutrocknen, wenn man denn dazu neigt. Dann kann es hier sein, hier zum Beispiel bei mir auf der Stirn, dass das Ganze ein bisschen trockener wird, aber es ist nicht der Rede wert. Ja, also das ist wirklich kein großer Unterschied. Ich bin von dem Make-up wirklich sehr, sehr begeistert. Wenn man zu trockener Haut neigt, sollte man wirklich zu diesem Avon Lux greifen und ja, ich bin eigentlich wirklich sehr, sehr zufrieden. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann lass mir doch ein Däumchen nach oben. Abonniere diesen Kanal, wenn du Lust dazu hast und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.